Hallo und herzlich willkommen, liebe Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, hier zur Neumondenergie vom 25.10. Neumond im Skorpion, sehr transformierende Energie und zusätzlich haben wir direkt noch eine Sonnenfinsternis. Ja, ich habe gerade eben überlegt, ich hätte fast die Todeskarte, die ich neulich hier mit auf dem Tisch liegen habe, auch noch mit rausgelegt, weil das genau diese Energie ist von Skorpion, diese Transformation, dieses nach innen gehen, um diesen inneren Kern nach außen zu bringen, ins Leben zu bringen, in dir nachzuspüren, was möchte jetzt da beleuchtet werden. Und ich möchte jetzt gern hier mit drei Orakelkarten und mit dem Tarot schauen, wie sich das Ganze zeigt, wie sich diese Neumondenergie für dich zeigt. Dieses Video wird eine Fortsetzung haben und schau dir da gerne unten in der Infobox die unterschiedlichen Linkmöglichkeiten an. Klick da drauf, du wirst direkt weitergeleitet. Und ich habe so das Gefühl, wir haben eine sehr kraftvolle Neumondenergie vor uns. Also die spielt sich auch jetzt schon langsam ein, wo wirklich zu merken ist, da bleibt womöglich kein Stein auf dem anderen. So nehme ich das gerade wahr. Ja, meine lieben Erdzeichen, spür in dir nach, wie du mit dem Reading hier in Resonanz gehst. Es kann sein, dass es voll auf deine Situation zutrifft. Es kann aber auch sein, dass du dich da gar nicht wiederfindest. Dann schau dir gern ein anderes Element an, wo du möglich hier, Mond, Venus, Aszendentzeichen gelagert hast. Und es kann dadurch, dass es kollektive Readings sind, hier nicht auf jeden zutreffen. So, meine lieben Erdzeichen, wir schauen jetzt mit drei Karten einmal so ein Stück weit in die Vergangenheit, in das, was jetzt ist und in die nahe Zukunft. Also starten wir hier mal, ja, guck mal, mit dem halben Stapel, nein, mit drei Karten. Bitte eine Karte hier für Vergangenheit, eine für die Gegenwart und eine für die Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und eine Karte noch bitte für die Zukunft. Also für die nahe Zukunft oder die Entwicklung aus dieser Neumondenergie heraus. Da. Ah, guck mal, da haben wir direkt hier für die Zukunft, die nahe Zukunft, die Freiheit. Haben wir übrigens auch die 13, das ist der Tod, das ist diese Transformation, das ist diese Entfaltung. Ah, guck, ja, meine lieben Erdzeichen, lass uns das mal hier umdrehen alles, das ist so abgefahren. Wir haben Butterfly Spirit, direkt die Transformation, vielleicht bist du auch noch in dieser Transformation, vielleicht steigst du da gerade in diese Energie ein. Wir haben hier Erdspirit, wir haben die Stabilität, wo du in dir diese Energien ein Stück weit stabilisieren darfst, diese neuen Energien auch. Vielleicht geht es hier auch darum, gerade weil wir hier auch so diesen Baum im Hintergrund haben, wirklich durchzuatmen, in die Stille zu gehen und auch mal dich mit der Natur zu verbinden, um das loszulassen, was dir jetzt nicht mehr dient. Und das Ganze wird dich hier in eine neue Freiheit hineinführen, in eine neue Sichtweise auch, Eagle Spirit, also der Adler Spirit. Du bekommst hier wirklich mit diesem Neumond einen tieferen Blick, einen weiteren Blick. Ich glaube, es geht in erster Linie mal darum, nach innen zu schauen, hinzuspüren, was steht da jetzt an, welches Thema möchte da jetzt gesehen werden, transformiert werden, in der Tiefe betrachtet werden, wo vielleicht gerade auch diese
äußere Stabilität ein Stück weit ruckelt. Also es ist ja gefühlt, als würde uns sozusagen auch der Boden unter den Füßen weggezogen. Es verändert sich gerade so viel. Und umso wichtiger ist es da, wirklich in dir gut, stabil zu ruhen. Also wirklich immer wieder auch bei dir selbst anzukommen und in dein Inneres einzutauchen. Wir schauen jetzt mal mit dem Tarot. Doch, wir nehmen das. Ich habe gerade noch mal hingespürt, ob das die richtigen Tarotkarten sind. Und sie sagen es, sie sind es. Also, ja, welche Botschaft gibt es hier bitte für meine Erdzeichen Steinbock, Stier, Jungfrau zum Skorpion Neumond am 25.10.? Und ich möchte gerne mit der Vergangenheit starten. Was darf jetzt hier angeschaut werden? Was darf losgelassen werden? Welche Transformation steht hier gerade an? So. Ach, guck mal. Die Temperance, die Heilung. Sagt mir jetzt noch gar nicht so viel, wie sich das Thema gestaltet. Wir schauen mal. Die sieben Münzen. Hier geht es um Geduld, hier geht es aber auch darum, ja, sozusagen deine Ernte einzufahren. Hier geht es um Stabilität, Sicherheit. So. Die Sonne und der Ritter der Schwerter. Hoppala. Diese Transformation, die hier vielleicht schon im Gange ist, vielleicht bist du auch schon ein Stück weit dadurch und fühlst dich hier ja auf der einen Seite neu geboren, auf der anderen Seite vielleicht gerade ganz zart, ganz hilflos. Mir kommt das Wort hilflos ganz, ganz stark hier in den Sinn. Und diese bisherige Stabilität oder auch die Geduld, die du aufgebracht hast, die dürfen hier nochmal ein Stück weit heilen. Vielleicht hast du sogar, liebes Erdzeichen, auch selbst hier einen Schritt gewagt, dich wirklich mutig in diese Transformation hineinzugeben, in diese Veränderung. Vielleicht bist du selbst durch einen Impuls im Außen, aber in dir so inspiriert und sagst, okay, ich lasse mich jetzt hier mal voll auf diese Transformation ein. Ich war jetzt geduldig die ganze Zeit mit dem, was da im Außen ist, und ich treffe aber jetzt für mich hier eine Entscheidung. Der Ritter der Schwerter, der geht mutig voran, und vielleicht gilt es hier auch, weil er eben in Richtung Vergangenheit reitet, darum nochmal tiefer zu schauen, welche Möglichkeiten der Heilung, der Transformation stehen für dich jetzt hier zur Verfügung, welche Energien öffnen sich da. Vielleicht sagst du auch, ich war jetzt lange genug geduldig mit der Situation, mit der Arbeit, mit der Partnerschaft. Ich habe da lange genug versucht, hin und her zu jonglieren mit den Energien. Und ich merke aber, es braucht hier einen mutigen, kraftvollen Schritt, eine mutige, kraftvolle Entscheidung. Und dieser Ritter der Schwerter sagt eben, ich mache jetzt hier mal reinen Tisch mit mir. Das kommt ganz stark rein, so dieses Gefühl, ich mache jetzt hier mal reinen Tisch. Ich schaue mir mal mein inneres Licht an. Ich schaue mir auch mal mein inneres Kind an. Wie fühlt sich mein inneres Kind? Wo fühlt es sich da vielleicht auch über lange Zeit verlassen, zurückgelassen? Vielleicht war auch dein inneres Kind lange Zeit geduldig mit dir und bringt jetzt eben auch ganz stark
dieses Gefühl nach oben, es muss jetzt etwas passieren, damit du in dir eine neue Stabilität wiederfindest. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken zwischendurch. Lass uns mal schauen, was dir hier Stabilität gibt, was dir hier wirklich, ja, dich auf diesem Weg unterstützt. Und wie gesagt, das liegt einfach hier auch ein Stück weit in der Vergangenheit. Wir haben die 3 Münzen und wir haben die 6 Münzen. Ja, es geht um deinen Wert, liebes Erdzeichen. Es geht hier ganz klar darum, wie du dich und deinen Wert definierst. Vielleicht hast du hier schon neue Ideen, neue Visionen, neue Möglichkeiten, die 3 Münzen, da geht es darum, etwas Neues aufzubauen. Es geht aber auch darum, etwas Altes abzuschließen. Und mit den 6 Münzen geht es wirklich um Geben und Nehmen. Und ich nehme hier ganz stark wahr, dass du in dir da eine neue Balance finden kannst. Wir sind ja mit der Temperance gestartet und diese Energie spricht ja auch von Ausbalancieren, um in dir diese neue Stabilität zu etablieren, zu spüren, bist du eingeladen, mit diesem Neumond mal hinzuschauen, wo du dich bisher mit wenig zufrieden gegeben hast, wo du dein Licht unter den Scheffel gestellt hast, wo du deinen Wert selbst gar nicht so wahrgenommen hast, akzeptiert hast oder auch nach außen gezeigt hast. Und ich glaube, mit diesem Erdspirit hier und mit diesen Pflanzen und Bäumen und auch mit dieser Elfe geht es darum, mal hinzuspüren, welchen Wert misst du dir selber bei? Welchen Wert haben auch deine Ideen oder das, was du verwirklichen möchtest? Ich hätte gern eine Karte hier noch zu den 3 und 6 Münzen. Der Ritter der Münzen. Also hier geht es wirklich sehr stark um die materielle Ebene. Es kann auch hier sehr stark um die finanzielle Ebene gehen. Wir haben alle gerade diese finanziellen Themen. Die Frage ist, wie weit du dich dadurch verunsichern lässt oder wie weit du hergehst und sagst, okay, das, was mir Stabilität gibt, das ist zwar ein Stück weit dieser finanzielle Hintergrund, aber dennoch spüre ich, mein Leben wird auch von einer tiefen Form von Sicherheit, von Getragensein geführt. Und in diesem Gefühl gehe ich jetzt die nächsten Schritte. Vielleicht sind es kleinere Schritte, die du da momentan gehst. Vielleicht gehst du wirklich mutige Schritte. Und mit den 3 Münzen haben wir ja hier ein Projekt, was gestartet werden möchte. So nehme ich das auch wahr. Also für viele von euch oder für einige wird es hier Projekte geben, die dich hier ja in einer ganz neuen Form stabilisieren. Vielleicht hast du selbst sogar auch die Idee, dich selbstständig zu machen in einer Form, in der du vielleicht mit kleinen Schritten beginnst, dich zu zeigen und wo du ja dadurch, dass du dich authentisch zeigst in deiner Transformation auch eine gewisse neue Stabilität für dich finden kannst. Lass uns mal auf die nahe Zukunft schauen, wie sich das entfalten möchte. So, die war zuerst da. Ja, hier die 10 Münzen, also wirklich auch diese innere Stabilität. Ja, es ist sehr, sehr münzlastig hier. Ich glaube aber,
Und das sagt jetzt hier auch gerade die 8 Münzen, dass du dabei bist, hier etwas zu erschaffen, in dir etwas zu erschaffen, was aus dieser Transformationsenergie, die wir gerade haben, in dir sozusagen wie aufgebrochen wird. Ich fühle das gerade wie so ein Aufbruch in dir, dass du hier für dich erkennst, wow, seit ich Kind war, möchte ich gar so gerne das und das machen und ich versuche das jetzt einfach. Ich versuche das jetzt einfach mit meinen Möglichkeiten im Kleinen und ich nehme jetzt hier ein Stück weit, ja, mein Glück selbst in die Hand. Eine Karte hätte ich gerne auch hier noch, bevor ich dann gleich in die Fortsetzung eintauche. Die 4 Münzen. Quatsch, die 4 Kelche. Und ich glaube, dass du hier ein Angebot bekommst, in dem, was du hier für dich verwirklichen möchtest, was noch einen zusätzlichen Aspekt dazu gibt. Vielleicht hast du hier zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, ja, ich mache das zwar und das macht mir auch Freude, aber irgendwie ist das noch nicht ganz rund. Du bist hier noch nicht so ganz zufrieden mit diesen 3 Kelchen und dir wird aber hier ein Impuls gereicht von außen, von deinen Spirits, von der geistigen Welt, was so dieser, ich nehme diesen zündenden Funken sehr, sehr stark wahr, was dir im Ganzen dann hier wieder eine neue Stabilität verleiht und dich wirklich in deine Freiheit gehen lässt. Spür gut für dich nach, liebes Erdzeichen, wo du da gerade in dieser Transformation steckst, wo du vielleicht mutiger sein darfst und nicht mehr dieses, ja, ich bin geduldig, ich lasse das alles über mich ergehen, weil das haben wir hier mit den 7 Münzen, wir haben das aber auch hier mit den 6 Münzen, dieses dein Licht unter den Scheffel stellen. Du bist ein wertvoller Teil dieser Welt, ein wertvoller Teil dieser Transformation und auch der neuen Stabilität, die sich da in dir zum Ausdruck bringen möchte. Und dafür darfst du die Möglichkeiten, die sich hier zeigen, in deine Freiheit zu gehen, annehmen. Und du darfst wirklich Stück für Stück dir diese Freiheit auch selbst erobern. Sehr spannende, kraftvolle Energie. Also deine Freiheit ruft nach dir und deine Freiheit, auch wenn du gerade noch nicht weißt, was das sein könnte, wird dir eine neue innere Stabilität geben und wird dich hier wirklich mit dieser höheren Macht, die dein Leben lenkt und leitet, verbinden. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ich schaue jetzt mal in der Fortsetzung hier tiefer, wie du diese Energie für dich nochmal mehr stärken kannst, wo du vielleicht dein Licht nochmal mehr leuchten lassen kannst. Klare Entscheidungen sind zu treffen und ja, den Link zur Fortsetzung, wie angesagt schon am Anfang, findest du unten in der Infobox. Wenn du ein persönliches Reading haben möchtest, schau gerne auf meiner Webseite vorbei. Da können wir in deine Energie schauen, in deine Frage. Und ja, da bin ich gern auch persönlich für dich da. Ich wünsche dir einen wundervollen Neumond und ich gehe jetzt mal in die Fortsetzung und sage bis gleich.